Stille. Ja, das klingt ungefähr so attraktiv wie Haarausfall. Ich weiß, aber trotzdem möchte ich dir in diesem Video einen Gedanken geben, warum du manchmal still werden solltest. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen heutzutage mehr denn je Kopfhörer im Ohr haben, Videos schauen, Musik hören oder telefonieren? Wir sind eigentlich dauerbeschallt. Und selbst wenn wir nach Hause kommen, gehen wir nicht in die Stille, sondern haben mehr Input. Warum tun wir das? Es gibt bestimmt viele Gründe dafür, aber einer ist bestimmt folgender. Wir lenken uns ab. Da sind Dinge in uns drin, in der Stille, vor denen wir Respekt haben. Da ist Langeweile. Da sind aber auch dunkle Gedanken, Angst, depressive Gedanken, Traurigkeit, Leere, Einsamkeit. Und was wir machen, wir füllen uns von außen und lenken uns ab. Aber ich glaube, eigentlich ist das nicht so eine gute Idee, oder? Da ist eine Wunde, die eitert und ich klebe einfach ein Pflaster drüber. In der Hoffnung, ich schaue nicht hin, dann wird schon nichts draus werden. Ich denke eigentlich, dass die Gegenantwort dazu ist, dass wir heil werden innerlich. Und ich denke, wenn wir heil werden wollen innerlich, dann müssen wir uns dem zuwenden, was da in uns ist. Und deswegen spricht die Bibel immer wieder von Stille. Psalm 46, Vers 11 sagt, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Wenn ich still werde, ja, dann werde ich konfrontiert mit all den Dingen, die in mir sind. Aber ich habe auch die Möglichkeit, sie mal hochzuholen und sie abzugeben. Ich verberge sie nicht einfach, sondern ich gebe sie Gott. Wenn ich still werde, dann versuche ich, Dinge aufzuschreiben und sagen, Gott, und ich übergebe es dir. Gott, das macht mir Angst. Hier ist es. Und ich merke, dass es, indem ich es Gott übergebe, ein Stück weit leichter wird. Wie könntest du Stille in deinen Alltag einbauen? Wie wär's mal damit, dass du mal anfängst mit 5 Minuten? Du stellst dir einen Timer auf deinem Handy, am Morgen oder am Abend, und du wirst einfach mal 5 Minuten still. Du guckst, was hochkommt. Du schreibst es auf, du gibst es an Gott ab. Und ich glaube, dass es dir helfen wird, Rastlosigkeit, Unruhe aus deinem Leben ein Stück weit zu verbannen. Lass uns neu lernen, was für ein Schatz die Stille ist.